Ui. Sind diese Sitze gefallen? Es gibt gleich die Reise. Ja, voll. Ah, ja, die sind mit draußen bei der Lok. Hier diese Beinfreiheit gefällt mir nicht ganz so gut. Aber Prost, finde ich gut. Ich finde auch schön, dass wir noch 420er haben auf der S-Bahn München. Ist cool, dass wir die alle bekommen von überall. Ich glaube, die sollen ja sogar zweite Standstrecke fahren. Ja, die 421 nicht. Nee, die fliegen raus bei der. Ich habe gehört, dass die rausfliegen. Ich hab's wieder. Die haben diese Riesenbestellung, die keiner weiß, wie die was dazu. Die erste fliegen aus in die 420 und die 23 und die 24. Alles auf einmal sozusagen nach und nach. Da kommt ein netter Pumpel ausgeräumt. Aber im Dezember fliegen wir auch die 24 von Hamburg, von Hannover. Ab Dezember. Theoretisch ab Dezember, ja. Mhm. Auch dann nur auf die SW West und auf die S20, weil die falsche Fußgänger und keine SW haben. Achso, ja. Die fahren nur. Ach, okay. Genau, die S20er, die dann durchgeboren sind zum S4 West. Also die S4 ist die dann morgen so als Hauptbahn. Sache ist die, dass das Gute an der Stammstrecke ist, dass die S2035 kommt, dass die 420er auch noch bis 2037 verschwunden fahren werden. Genau. Wenn die Stammstrecke noch nicht kommt, die zweite. Thank you.
wieder zurück. Ja, dann wollen wir nochmal zurück. Ja, ist noch. Danach will ich mit Alex fahren, der ist auch cool mit denen. Ich bin letztens auch erst einfach. Einfach weil ich noch Zeit hatte, weil ich, wie gesagt, früher die S-Bahn geschafft habe, als eine Kontrolle gesehen. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre noch ein bisschen. Ich fahre noch ein bisschen. Ich fahre noch ein bisschen weiter nach der Fahrt. Jetske, Drahi, Alex Wagen. Wollte eigentlich Abteil fahren, Abteil war aber. Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich für Jetske 3 entschieden, weil das habe ich lange nicht mehr gemacht und die sind mega bequem. Sind die eigentlich, die Alex sind doch nicht für Regionalfahrten? Doch, auf jeden Fall. Also bis Furtenwald können wir ja, Regionalfahrten. Okay. Das ist cool, also die Jetske 3 Bahn sind Eurocity Bahn. Geht auch regional zu. Also wie zum Beispiel der IC 213 und der RE 87 Stuttgart Singen. Nur dass der halt wirklich ohne Ausnahme Regionalzug ist, weil Stuttgart Singen gilt ja, Chef kann mich nicht mit dem beispielsweise, weil an sich gilt noch Fernverkehrsregeln ein bisschen im Hintergrund. Und 2013 zum Beispiel kannst du mit 49 Euro Ticket nutzen. Aber beim Alex ist das egal, das ist fest ein Regionalzug, der nur auf Furt im Wald wirklich als Fernverkehr fährt. Also nicht schon die ganze Zeit. Weil ab Furt im Wald, wenn ich Furt im Wald Prag eingeht, dann kommt da, steht da EC irgendwas. Also, wenn ich München Prag eingeht, kommt da Alex. Also, von Ostbahnhof nach Dachau, die nehme ich mir nachher gleich in seiner Kreisfeld, diese Station fahren. Und ich fahre einfach trotzdem nach Dachau, fahre dann wieder zurück nach Kreisfeld, neu. Da fährt es 120, nicht zu 100. Wie lange haben wir denn noch? 25 Minuten oder so. Ich denke schon. Ja, der Bahnsteig wirklich komplett, also ja, jetzt sind wir in der Lok ja da vorne, das heißt, Mühldorf, wenn der in München gestanden wäre, hätten wir Glück, wenn der Zug komplett leer gewesen wäre. Die ganzen Fahrgäste die wären nach hinten gestiegen und vor dir wäre quasi komplett leer gewesen. Außer die Leute, die sich wirklich für Eisenbahn interessieren. Ja. Der Laie wäre hinten eingestiegen. Außer es wird da hinten voll, wenn wir auf die andere Bisse. Aber hinten ist nicht voll. Ich finde es super, der Zug. Das ist ein Gefindex. Nur der Diesel da vorne dran. Der Sound, das ist der Wagensound. Das war 18, das kann ich nicht sagen. Da ist der blaue. Ja. 2.18 ist geil. Ja. Und zu 45, das sind meine beiden Lieblings. Und zu 23, die alles. Ja. Das sind meine Lieblings-Diesel-Loks. Mhm. Nur 2.18 gefällt mir am Doppelstockbahn, das ist schön. Ich finde die hässlich im Doppelstock. Das passt mir nicht. Aber da sollte einer am nächsten Zug gehen. Achso, nee, ich habe schon gehofft, dass das 45 haben. Das ist geil, das sind die besten zum Doppelstock, weil die so hoch sind. Ja. Und die, das ist eine Höhe. Genau. 17 und 18, das ist auch. Das sind die zweite Hälfte, normalerweise 16, 26 fahren. Weil Freitag haben wir dann zusammen gefahren. Warte mal, 2.18. Die 2.18, die fährt, die tut sich auf IC viel schon. Dafür passt auf IC 2.13 zu 45, ganz und gar nicht hin. Das sieht jetzt nicht aus. Wohl, eigentlich passt man drüber, zu 50 sieht ja an sich aus, als eine Diesel oder eins, das ist eine Tragstelle. Das kann ich mir auch an. Also, die zweite Stelle gefällt mir nicht, wenn sie glücklich. Das Geile war halt auch, ab Montag war ja ein Pickup-Regelwerk, das war fast der einzige in dem Zug. Und meine Mutter. Achso, du warst mit der Mutter an Montag? Ja, bei Robin. Ach, du gehört? Ja, statt Robin. Irgendwer hat da geschrien am Ende, mach es endlich auf oder so. Ja. War das deine Mutter? Ja. Ja, heute war ich in Kaufring, film so den RE72. Dann kommt da so ein Mann, der will da einsteigen. Und dann bin ich auf dem Video drauf. Nein, nee, alles gut. Grün oder so. Dann schneiden würde ich das nicht. Das finde ich immer blöd beim Zug. Und dann schnitt so ist und dann ist während der Fahrt, dann nur guck, ist also von einem zum nächsten. Auch ja, da kommt gleich wieder was. Ja. Das kommt jetzt diese Doppelstockbahn, fand ihr gefühlt in 10 Minuten. Oscar, Fahrgäste im Namen des Reise. Der nächste Halt des Zuges ist Magenschwab. Dort steht Arschloch.
Bahnhof. Es fährt erster Wagen, ein Dreifachtaktion, erster Wagen nach A, mittlerer nach Turing, hinterer nach A. Wie ist das dann in Turing gelöst werden? Keine Ahnung. Ja, ja, erstmal. Ich glaube, dass das dann einfach geändert wird. Erst dann nach draußen, wartet kurz. Turing fährt aufs Abschleiß, vielleicht kommt wieder ein. Die fahren jetzt nach A, fahren in die Abschleiß? Ja. Da fährt er nach Turing raus, dann fahren sie zurück an den A, super Manöver. Das ist halt ganz lustig für als Eismacher, wenn man ein bisschen die Abstellung mitfahren kann, aber ja, für die Fahrgäste ist es nicht so wirklich. Ich bin einmal durfte ich bei einem C2, oder C1 gab es mal, ja, ich glaube, doch C2 war es. Ganz am Anfang durfte ich mal mit, da sind ja immer noch zum Teil, jetzt auch, durften wir mit auf die Abstellung. Das ist cool, das habe ich nie gefragt. Es war einmal, ich habe nicht gefragt, glaube ich, hat sich auch so ergeben, dass wir, meine Mutter da mal vor, ich habe einfach irgendwas gefragt, ja, ist es dann noch ein C2 gestellt? Und dann gesagt, ja, und dann hat er gesagt, ja, wenn du dich so interessierst und so, möchtest du mal mitkommen? Und dann hat er mich vorne reingenommen in den Fahrerstand. Und dann fährt er einfach raus, also dann hat man müsst ihr nicht aufstellen, nee, ihr könnt mal dran bleiben. Cool. Ich hätte mal die Sache, dass als kleines Kind habe ich mal einfach nur Fahrer von sich aus kurz einen Führerschein gelassen. Als kleines Kind habe ich das auch noch nicht so verstanden. Aber dann später habe ich in Peserink, ich habe mal gefragt, ob ich den Führerschein zu filmen darf oder ob ich die Kamera reintun darf. Hat der Ehrenmann gesagt, ja. Und ich frage mal, ob beim Führerstand die Klimaanlage ausmachen kann. Weil da gibt es ja extra Klimaanlage, weil sonst hört man die schöne mit Peserink drum. Das ist total geil. Oh, was ist hier? Hier würdest du lieber leider auf privat gestellt werden müssen. Die DB hat mir, also zum Lokführer habe ich mal, als ich weiterfahren wollte, ob ich die Kamera reinstellen darf. Weil mit reingehen war irgendwie so ein Problem verbunden, dachte ich, ja, die Kamera wird schon nicht stimmen. Dann schreibe ich halt die DB nur die Kamera war drin. Kein Mensch, keine Sorge, ich habe den Lokführer nicht abgelegt. Und dann hat der eine mir gesagt, dass ich die Videos unbedingt dafür wahrstellen sollte, weil vorne noch die Staatsanwaltschaft oder so vor meiner Tür steht oder so ähnlich, hat ich gesagt, dachte ich, mein Gott. Und ich wollte sagen, dann bin ich ja privat auch gerade zu 18 so schön wie innerhalb von einer Woche 8000 Aufrufe bekommen hat. Und dann habe ich 100 Abonnenten mehr gehabt. Das war damals absolut sensationell. Ja, jetzt geht es bei mir auch relativ schnell. Das ist krass. 700 habe ich jetzt schon. Sonst war ich sehr, sehr depressiv, dass ich das rausnehmen musste. Das war so gut, das Video. Das war so gut. Wenn ich jetzt drin lassen hätte, hätte ich vielleicht 30.000 Aufrufe oder so. Oder vielleicht auch nur 11.000. Aber auf ein paar Abonnenten wird es mich auch so. Beim Führer auch das Banner-Video. Und das würde trotzdem dann reinspielen. Probe jetzt erstmal vor den Sommerferien geschrieben, das ist auch super. Ach ja, die habe ich auch geschrieben. Heute? Nein, Donnerstag. Gestern stimmt, gestern war es. Ein Test in Englisch. Ah, okay. Wir haben das ist cool. Letzte Woche Freitag geschrieben. Nee, letzten Mittwoch Englisch. Und dann am Freitag Mathe und jetzt am Mittwoch. Ja, am Donnerstag, als ich ja geschrieben hatte, war dieses scheiß Schulfest. Das kann ich nicht leiden. Genau. Aber wir haben halt spezielle Munitionsspiele mit. Schüler, die halt sagen, diese blöden Munitionsspiele, haben wir das geändert, also auf einen Trampel und Hochsprung. Nächster Halt, Markt Schwaben. Nimm mich. Umsteigemöglichkeit zur S2 in Richtung Erding. Letzter Halt Münchner Verkehrsverbund. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Das war einmal damals im 6.40. Zero. Welche Linie meinst du? Den Deutsch. Vor der Deutschen Bahn gefahren. Vor der BRB. Welche Linie? Kaufring Augsburg oder? Augsburg. Das hat die Sierung, glaube ich, als 6.45. Kneipp Lechfeldbahn. Da genau, hat der Robin ja mal so ein. Das wusste ich auch noch, weil der Robin mir so ein Video gemacht hat. Ja, da bin ich damals auch mal mitgefahren, als dann die BRB kam. Mittlerweile ich finde die mag die BRB Ostalgo Lechfeld gar nicht, weil die hat keine Steckdosen. Ja, soll sie aber nur kommen. Ich hoffe es. Und die stehen für moderner Zug keine Steckdosen im Weg. Was fällt denen eigentlich ein? Soll ja dann da was nicht nur in der ersten Klasse. Was soll ja dann was machen? Mir Rio, das ist cool. Aber nur eine wahrscheinlich. Eine einzige. Doppeltaktion mit normalen. Hatte nämlich gestern. Na gut, der Mireo wollte ja eigentlich schon im April fahren. War aber nichts draus. Am nächstes Jahr. Okay, wahrscheinlich. Okay, wie kann man sich nur so stark verspäten? Na, weil ich mit der zweiten Startstrecke auch. Das sah gut aus.
45 ist die emissionsarmste Lok. Ja. Weil die nämlich. Ich habe die noch nie rauchen gesehen bei der Abfahrt. Bei der 223, da sehe ich, die raucht teilweise echt heftig. Also das kommt fast wie eine Ludmilla manchmal. Die 223. Das ist teilweise echt heftig. Die 218 kommt da nicht mal hin. Ich glaube, wir müssen, also ich zumindest oder so, muss das auch. Ich weiß, mindestens pro Woche muss ich mindestens einmal nach vorne, weil ich möchte. Das wurde mir nämlich gesagt, vom ersten Mal habe ich ja durch den. Hat er gesagt, es soll in der ersten Woche noch so bleiben, die Bildschirme, und dann wirklich auch theoretisch schon in Echtzeit ab. Wen ist der getroffen? Lokführer, oder? Ja, das war ja zu Pilate, der kam an mit einem Vorregenzug. Ich wusste ja noch gar nicht, wann der da der Ideenzug, habe ich nicht gewusst, wann der genau fertig war. Ich habe gedacht, mehrfach im Moment. Ich habe endlich hatte ja schon gefahren im April, dachte ich, oder im März. Ja. Deswegen dachte ich, wo ist denn der? Und dann habe ich gesagt, hey, das kann nicht sein, ich habe den irgendwo gesehen, ich habe ihn mal gegoogelt, war nichts. Genau. Und dann kam ja die 218 auch mit dem C-Look und dem. Ach so, die 218. Die kam dann wieder. Die war hier, ja. Stimmt. Die habe ich mal gesehen. Die habe ich mit Robin dann in Richtung Regensburg gesehen, im Abstellgleis gestanden. Als wir dann Einheit mit dieser so Kurve waren, ich glaube, die da auch schon mal zusammen. Wo denn? Dann nach Regensburg, da diese Kurvenbahn. Also nicht Regensburg, sondern was anderes? Ja, eins oder zwei Stationen weiter. Also Schwandorf und so, oder welche Richtung ist? Nee, kenne ich nicht. Ich bin in Regensburg bisher nur gefahren mit Alex. Ja. Ich bin immer nur bis Hof gefahren mit Alex. Ich bin auch nie bei. So einem R50 war das. Den war ich doch schon noch nie. Also. Achso, da ist er dabei halt auch das. Ich weiß, den kenne ich. Der ist wahrscheinlich. Den bin ich aber letztes Mal gefahren. Das war ein RE3 tatsächlich. Ja. War die 628 Sitze. Also ich war es ganz nice, im Doppelstockwagen zu fahren. War nicht so vergammelt, wie ich dachte. Es hat auch nicht gestunken. In so einem 440er, ich dachte, ich habe 40er, ist doch bestimmt mal wieder cool zu fahren. Ja, genau. Nur i6-Express war nicht so schön, dann ist mir wieder aufgefallen. Wo ist die 50er heute? Wo ist die 50er S-Bahn heute? Keine Ahnung, die habe ich nicht gesehen. Die Regenbogen kam ja zum Glück Montagabend pünktlich wieder. Die habe ich heute gesehen. Ich auch, weil die kam gegen, ja. Bin ich ja zum Glück pünktlich zu der Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo ich fahren konnte am Dienstag. Mhm. Weil ich da hatte ich um 11.20 Uhr Schulhaus. Da konnte ich schön früh fahren. Da bin ich nach Hause gesprintet, um halb war ich zu Hause. Um 45 kam dann die erste Mal mit. Habe ich kurz die Live-Map geschaut, aber in das Interesse. Dann kam die auf der Seite 1 und dachte, ah stimmt, früher habe ich gesehen, dass es auf der 1 unterwegs ist. Da habe ich gesagt, das passt ja super. Schau ich mal, wo sie ist. Und dann schaue ich da drauf, wo ist sie denn gerade? Und dann, oh mein Gott, die kommt ja schon um 44 rein. Ich habe mich vielleicht ein bisschen beeilt. Und da habe ich ganz schön beeilt gegen sie gerannt. Und dann war ich am Bahnhof und dann kam sie. Genau, als wir am Montag mit dem wollte ich ja nicht mehr, ich bis durch. Vorne, aber dann habe ich erst gemerkt, dass ich Zeit hatte und Fahrplan erstmal nicht verstanden, weil er um 16 Uhr angekommen ist in München. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und wie lange braucht er? Braucht er nur eine Stunde, 10 Minuten, eine Stunde, 10 Uhr, was passt denn auf 1 Stunde, 20 Uhr? Ja, aber versuchen. Und dann startet er um 18 Uhr, das heißt 2 Stunden stand er in München. Natürlich hatte ich dann gute Fotomöglichkeiten und so. Und dann hat die Woche gesagt, das wird dann immer zu spät. Achso, natürlich. In der Woche halt. Ja. Ich hatte mal zufällig ein kleines Problemchen, was ich halt. Außerplanmäßig wegen der Störung, wo ich mit Robin unterwegs war, ich weiß nicht, ob es ein Video schon mal mit diesem Endwagenzug der zwischen Würzburg und Häutlingen, da war ich ja mal in Oberdachstetten ausgestiegen, einfach weil wir halt unter der Woche mit rausgefahren sind, also eine Kurzstruktur. Ausgestiegen war ein Superbahn, ich wusste, dass irgendwo sowas war und das war genau der richtige. Der war von Monär, das ist ein Schiff für die Güterzüge, die gekommen. Wunderschön. Und dann kam wieder in die Reo nicht, dann hat er den nächsten Anschluss. Da kam ich unter der Woche um 23 Uhr nach Hause. Gut, meine Eltern hatten schon Probleme mit, dass ich weil ich nach Gelnhausen zum GTW dass ich am Wochenende in den Ferien war. Ich bin nach Hause gekommen, 2:31 Uhr. Das war halt die ungewöhnliche Zeit. Ich fahre dann halt auch Gabi. Und dann war das dann so ein bisschen. Das haben wir dann aber geschmissen bei Jeff, ja. Das wollte ich nicht schaffen. Und der musste dafür aber müsste theoretisch bei mir zweimal übernachten, das ist zeitlich hinzubringen. Das ist wirklich gut. Da haben wir es aber gekürzt hier. Eigentlich gekürzt es halt auf
Eigentlich ist es gerade nicht. Ich glaube. Litter, glaube ich. Gelnhausen Litter. Und dann haben wir auch mal, glaube ich, ist dann gegangen mit einer. Ich glaube, das haben wir dann auch trotzdem geschmissen. Nee, zweimal gemacht, bestimmt. Das ist ja wegen der Uhrzeit. Dann war zweimal in der Nacht nach Hause notwendig und dann haben sich seine Eltern plötzlich anders entschieden, dass es nicht mehr. Und dann kam es dazu los. Ja. Das hat eine Blasenbrille. Ja, das ist schlecht. Was? Ich hoffe ziemlich viel durch. Ich habe ich mal so eine 2 Liter, weil es eine riesige Fläche. Ja. Ich habe jetzt für die 3 Stunden, dachte ich, reicht die hier. Schauen wir mal. Ich bin ja auch das bleibt offen von der Brüche. Das ist komisch. Manchmal brauche ich die ganze Flasche. Sehr unterschiedlich. Ich trinke von Fett. Nächster Halt. Hörlkofen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Die Ansage ist gut. Ja, das ist nicht gut. Das finde ich gut. Das ist dieses. Das ist auch gut. Nee, nur hier. Hinten ist immer nur. Nächste. Richtig. Nächste Station ohne Random Context. Keine Ahnung, egal. Das gibt es bei Mirio. Ja, aber die. Da gibt es manchmal verschiedene Varianten. Einmal mit so nach der Station, kurz Pause, Aufstieg auf der Linie. Mhm. Ich finde ja eigentlich, die Ansagen sind gar nicht das Problem. Wenn du da vom Nationalexpress, die sind scheiße. Die sind total. Da, so eine Darmstimme. So. Nächster Halt. Kassel-Wilhelmshöhe. Ausstieg links. Beim Flirt. Also die gibt es eine Ansage, die manchmal kommt ihre Anschlüsse. Ja. BRB RB 68 nach Augsburg, Hauptbahnhof GL. Oder irgendwas. Das ist neu, ja. Mhm. Das war beim Go Ahead auch am Anfang. Das war am ersten Tag auch. Kam bei Buchloh eine Ansage. Ihre Anschlüsse. Ja. ECE nach München Hauptbahnhof GL 27 bis 36. 13:08 Uhr, Gleis 1. Nein, Gleis 1 ist falsch. Jetzt kommt ja jetzt auch mit Verspätung. Ja. Heute circa 5 Minuten später. BRB 78 nach Augsburg Hauptbahnhof GL 17. Gleis 1. Mhm. Irgendwie so. Ganz komisch. Mhm. Da hatte ich einen gesamten Lachfleisch mit Robin die ganze Strecke, weil ECE, ich hatte nicht das Ding, der ICE. ECE. Die Ansage. Und Schweiz, ECE. Wir machen jetzt gerade, mein Vater und ich machen uns auch mal über die Schweizer Küste. Schweizer Sender. Ich habe mir so, mein Vater mal keine Schweizer Autofahrer. Ja, genau. Da wird er auch ziemlich aggressiv. Ja, genau. Die wieder mal total egoistisch für, und. Was ist denn das für ein Mist? Guck mal, hier ist ein schöner Zug. Oh, das ist ein Pech, aber auch, dass ihr den jetzt nicht habt. Ja. Aber er hat schon, er traurig schon. Er hat aber gewunken, er dachte schon. Nein. Ja. Auf solchen Bahnhof ist es halt so verlockend, über die Gleise zu laufen. Ja, also mach ich natürlich nicht, das ist ja verboten. Deswegen, weil ich ja weiß, dass dann der Wasserstoffzug kommt, ich habe gestern nach der Schule 13.20 Uhr, nee, nicht, doch 13.20 Uhr, 13 Uhr raus, zum Bahnhof gelaufen, Kaufmann-Schule. Okay. Dann 13.20 Uhr, wer will. Ah, jetzt raus? Ach ja, nee. Okay. 13.20 Uhr BRW kommt 13.11 Uhr an, kommt eine Durchsage, Information zu RB 69 nach Landsberg, Abfahrt 13.20 Uhr fällt heute aus. Mhm. Und dafür ist ein Polizeieinsatz. Und zwar habe ich es mitbekommen, dass ein Polizeieinsatz, oder nicht genau der Polizeieinsatz, aber als ich auf Gleis 1 raufgekommen bin, vom Ballungsgebäude, waren von Gleis 1 von der RB, die nach Augsburg gefahren ist, standen die beiden Triebfahrzeugführer oder Schaffner draußen. Und dann kam da so ein dunkelhäutiger Typ über die Gleise, ist gerannt, und nicht über den Übergang, sondern einfach mitten über die Gleise, genau hinter dem Kopf der BRB durch. Und dann hat er mir der Lokführer mir erzählt, was dann, dass der beschimpft hat, was mit Verspätungen wir Schwachköpfe. Ach so, sowas. Also ich hatte mal sowas, dass. Wir haben die Polizei angeschaut. Oh Gott, ja. Ich hatte mal sowas, dass. Sowas mache ich gar nicht. Aber ich hatte mal sowas, dass, dass in der BRB, also in der RB 68 von München nach Füssen, bin ich mal gefahren nachmittags. Ja. Hat ja auch wieder früher aus, gedacht. Oder? Wohl? Ja, nee, doch, hatte ich früher Rückflug. Doch, ja, stimmt. In dem Fall hatte ich früher aus und dann bin ich da gefahren. Dann hat er den Kaufring, vor der Kaufring eine Ansage gemacht. Das war, glaube ich, Mitte Mai oder so. 4. Mai, glaube ich, 4. Mai war es.
Bitte für die Fahrgäste, die BRB nach Landsberg will warten. Bitte laufen Sie nicht über die Gleise, denn dort sind zum Teil Zugdurchfahrten bis zu 160 km/h. Also wir wollen doch nicht, dass Sie alle sterben. Das war ja der nette Schaffner. Ich hatte mal dieser eine nette Schaffner aus der BRB. Ja. Und eben, nee, das war ein anderer, glaube ich. Der hatte dem anderen netten Leitsch bei der Rückfahrt. Der hat total lustige Anzeigen gemacht. Ach, von deiner Uhr? Ja. Ja. Jetzt wissen wir jetzt hier einen Kopf. Ich stehe ja noch im Lande. Das hatte ich nicht gewusst. Ui. Doof, das ist wahrscheinlich mein Akku, das ist ein bisschen kritisch. Ich hab nicht so viel Bock, den zu wechseln, irgendwo kurz vor Nöldorf. Ich wollte mir auch mal eine Kamera aufhören. Ja, ich wünsche mir eine neue zum Geburtstag, das ist dann eben die für den Stecker hier. Ja. Da fahre ich dann so in der Woche, naja, das ist doof, weil da habe ich U-Bahn drauf gekommen, aber in der Woche drauf war ich dann wieder Ideenzug auf jeden Fall. Ja. Also muss schauen, wenn ihr dann mal diese schönen Bildschirme. Ich mach mal so ein Community Post, mach so ein Bild, ich hab vorher draußen ein Video. Wenn du gerne machst, dann mal nach unten gucken, wenn du zum Stammtisch bist, dann müsste der Bildschirm funktionieren. Oh, schon ungefähr eine Zeit. E-Mails, WLAN und SMO. Stimmt, das mache ich im Büro. Ja. Ich will die Fahrt genießen. Ja. Aber ich finde, dass ich zwangsweise machen müsste, theoretisch nicht heute nehmen. Das ärgert mich ein bisschen. Die Anlage ist ein bisschen schwach eingestellt. Ach, ich kann sogar so Texte tun. Das ist ja gut. Ja, das ist ein bisschen doof, das ist wirklich ein bisschen heiß. Ja. Zu Ihrer Information, wir haben gerade von dem Fahrdienstleiter erfahren, dass unser Gegenzug vor ca. 2 Minuten den Bahnhof Dorfen verlassen hat. Leider können wir nicht entgegenfahren, da der Bahnhof Tamatzbach schon mit einem Güterzug belegt ist. Das heißt, wir haben jetzt hier mindestens noch 10 Minuten Aufenthalt. Sprich, wir hätten auch noch Zeit für eine gemütliche Zigarette. Bitte bewegen. Bleiben Sie aber in der Nähe vom Zug, weil sobald der Gegenzug vor Ort ist, dürfen wir dann endlich starten. Circa voraussichtlich in 10 Minuten. Da gibt es noch ein paar Fotos geben draußen. Soll ich den Akku nochmal nehmen hier? Ich will nicht auf Risiko machen.
aussteigen. Ich gar nicht losstarten soll mit der Aufnahme. Ja, jetzt super, jetzt sind wir nämlich hier im Schatten. Mhm. Das fand ich auch super mit der Aufnahme, weil da wusste ich nämlich, wann ich starten soll. Ja. Oh, es hat schon wieder aufgehört. Genau. Das ist bei so einem Bandzügen halt echt ziemlich willkürlich. Da denkt man, ne, fast jetzt los, Tür geht zu. Ja. Das ist nicht aber beim Reo und sowas, wenn dann der Trittschuh vielleicht mehr, dass das Bild. Das wird. Der fällt ja trotzdem manchmal nicht los. Das ist verwirrend. Ja. 6:12 mache ich das gar nicht. Auf Russisch und von meinen Zuschauern. Ich habe die Postkarte gemacht. Ja. Man kann dich jetzt schon unterstützen. Was? Wie nimmt man jetzt eigentlich einen YouTube-Teil? Okay, und da muss man ein bisschen Sachen ausfüllen, das ist aber echt mal total easy. Ja. Kann ich dir nach. Wenn du kennst, weil das kann ich dir zeigen. Ja. Du hast ja auch erst vor kurzem angefangen, glaube ich, mit YouTube. Ich hab den Kanal schon seit 2018. Ja, okay. Und wenn ich jetzt ihn fange. Das hat die Kanal. Kanalgeschichte an, so richtig erst ab Februar 2021 angefangen mit den Zügen, so wie ich die Videos heute mache mit den Kameras und so. Also kann ich, also meine, ich habe da auch bis dahin noch eine 18 Minuten gehabt, was alles meine Freunde macht. Ja. Und das war, ich doch 2-3 vielleicht, aber das war halt ein Müll, quasi, so ein Mini-Kanal. So richtig läuft der erste Video. Und ab da zähle ich auch meine Erfolge, also wenn ich dann 4 Monate 100 Abonnenten geschafft habe, dann im Moment, wenn ein Jahr und 4 Monate. Hier zum Beispiel die ersten Videos, kam dann so Sommer 2018 eben. Da kam lange nichts mehr, sehr lange. Dann kommen Flugzeugvideos, das immer, ja. Habe ich ungefähr 50 an einem Tag hochgeladen. Das sind immer so Mini-Videos. Ich hätte vielleicht mal darüber nachdenken sollen, sie zusammenzuschneiden, aber naja. Ich brauchte halt natürlich Videos. Mit was schneidest du denn? Ich schneide mit PC mit ganz easy mit Windows. Ich habe da diese, das Problem ist immer meine Videos vom Handy. Muss ich über das Kabel immer auf dem PC rüberladen, das ist auch ein Dilemma, weil das immer abkackt. Das regt mich teilweise auf, da haue ich manchmal richtig. Ja. Verzweifle ich manchmal. Und dann denke ich mir immer, was ist das für eine Arbeit? Ist das ein meistens Ding? Also wenn ich als Aufsehen eine Zugtour gemacht habe, sitze ich den ganzen Sonntag früh bis spät am PC und mache diese Videos. Also ganzen Sonntag, 8 Stunden. Und das dauert, das mit dem YouTube-Laden, das exportieren. Im schlimmsten Fall muss ich teilweise sogar schon montags in der Nacht auf YouTube laden. Also nie, wenn sie. Ja, man muss ja auch immer im Vordergrund sein. Theoretisch, also ich habe auch so viele Videos, das reicht. Also das Video könnte ich theoretisch am 18. Oktober anhängen. Mache ich natürlich nicht, weil das ist völlig schwer. Das mache ich jetzt und irgendwelche Render-Videos, die zum Beispiel herkömmlich mitfahren, die 6:12, die halt immer fahren, die halt überhaupt nichts Besonderes sind, die schiebe ich hinten an, aber irgendwie Regenbogen-Gestern werde ich nächsten Sonntag als Premiere bringen. Das kommt davor, irgendwann unter der Woche als Premiere. Wahrscheinlich, oder vielleicht schaue ich sogar am Sonntag schon mit früh. Ich will es ja nicht erst um 18 Uhr, also mehrere Rennstellen, wo es um 20:15 Uhr losgeht. Das ist zu blöd. 12 Uhr mittags vielleicht. Und dann die Regenbogen ist am nächsten Sonntag. Ja, Robin hat mich jetzt, also Robin, der hat seine kaputt, und jetzt fällt sie auch. Ja. Scheinbar muss ich noch über Insta jetzt. Ich habe ihm auch eine Insta geschrieben, ne? Genau. Also ich meine, Antwort hat noch was. Ich höre irgendwas nicht. Hat mir dann irgendwann geantwortet, aber dann auf WhatsApp ist er immer noch nicht. Ich weiß nicht, was schreibt er auf Insta mit seinem PC? Oder irgendwas vielleicht. Aber meine Kommentare hat er irgendwie noch nicht gesehen bei YouTube. Liked er jeden Kommentar aus meinem. Bist du mit mir, weil das ist ein bisschen Rente. Nee, das habe ich nicht getan. Bisher. Ich wollte es machen. Fuhr aber nicht mehr. Diese Linie von 16:57 von München nach Dortmund. Dachte ich, fahre ich halt München, Stuttgart, schön und die SVS. Ja. Schnellbaustrecke. Coole Idee. Zurück komme ich auch mit 10 genommen. Für 9:65 passt easy. Wollte ich irgendwann im März machen, im März, April. Da war da aber kein IC-Drainierung mehr. Der war dann Ende Januar weg. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt wird es auch nicht mehr mit IC-Drainierung. Dann habe ich geschaut, ach, da kommt ja im Mai, am 26. Mai, die neuen Linien. Die sind also nicht beim Fahrplanwechsel im Juni.
die Superzeitfahrt in Hamburg von 8 Uhr München los, perfekt nach Frankfurt fahre ich. Mache ich eine Großtour von München nach Köln wieder zurück. Ja. Und dann, geil. Aber dann sehe ich so, dass es heute im September erst kommt. Ja. Und die 1627 Verbindung wird es immer wieder. Ich weiß nicht, warum die weg war. Die gab es ja gar nicht mehr. Das war ja wieder die C3 oder so. Einfach weg. Kontaktlos. Einfach weg. Der Belaro war halt vom Sound geil und halt gerne. Der Belaro, der ist scheiße. Also, mit dem, also nicht dazu an sich, ist ganz nett, aber ich bin mitgefahren und gefühlt hat der. Der Führer ist natürlich ganz geil, nur zu langsam, aber das ist nicht der geil. Aber der Belaro, der hat fast nirgendwo Sound. Es ist halt eine Katastrophe gewesen. Also, mein Freund war als hinteren Zugteil leer. Natürlich schon wieder falsche Wagenreihung, sonst wäre man jetzt super gewesen. War falsche Wagenreihung, beschissen. Nächster Halt. Tannmatzbach. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Der wird überall an. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Das finde ich auch immer bei Gabi immer. Kaum gemeldet. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Unterschied zwischen Zug und Bahnsteiggang. Genau. Jetzt haben Sie es auch so neu angesagt. Zwischen Zug und Bahnsteigkante. Also irgendwie okay. Diese Frau. Ja. Aber ich finde, vor allem die englische Stimme ist also anders. Also ich weiß nicht, ist die gleiche Stimme eigentlich nur auf tiefer? Mhm. Ja. Ist es eigentlich eine echte Stimme oder ist es eine automatische? Keine Ahnung. Könnte vielleicht auch sein, dass es echt gesprochen wäre. Der Geruch ist ja auch echt. Wo ich auch dachte, das wäre eine Roboterstimme. Ja. Aber der Ding? Der Heiko war schon Heiko, die Absagen, war schlecht. Nee, ich mach die Blechhälse lieber. Weil der Heiko ist undeutlich, er spricht, verstehe ich nichts. Der schallt, der spricht so tief, da verstehe ich nichts. Der schallt so böse. Komisch. Böse, sagte meine Robin. Oh, ich verstehe immer nur, dass der so komisch. Ich frag ihn nicht, der klingt, der spricht total undeutlich. Was ich immer geil finde, wenn der den ICE ankommt, so im Abschnitt A bis D, Abfahrt, dann immer so, okay, das lächelt immer A bis D. Abschnitt B bis C, diese Betonung. A bis C. Ja. Heute Abschnitt B bis C. Das war bei der BAB aber auch immer so, dass das so die Anlage. Bei der BAB übrigens, da ist die Anlage auch komischer geworden. Der war früher, also, siehst du noch was? Wie kann man in der BAB, nach bei Hotel, Kriegstegernsee, Füssen, irgendwas, und jetzt ist es nächster Halt. Und jetzt ist die Ansage nächster Halt. Ja. So komisch, ich weiß nicht warum. Das ist so schlecht. Das ist total bescheuert betont. Das hört sich jetzt an wie die Zero HC von National Express oder von oder den Torhead, Gabi, die Ansagen. Nein, ich machst du auch mit den Ansagen manchmal. Mhm. Ich meine, ja. Ich ziehe jetzt weg, bin ich mal so, schaue ich mir mal über die Hand zusammen und ich bin mal so, nächster Halt, Münchenpause, im Ausstieg fahre ich noch nichts. Dann mache ich in TSW immer. Das ist total geil. Spielst du auch TSW? Achso, TSW, also das spielt TSW 3. Das ist echt geil, also ich hab da einige Streams gemacht, aber wenn du wissen willst, was das ist, kannst du machen. Ich wollte jetzt einfach mal wieder Train Simulator 3. Ja, genau, das spiele ich. So. Ja, hat nur Palex. Das ist ein bisschen ärgerlich manchmal. Ich hab jetzt einen neuen PC bekommen, der mir Power hat, weil der alte nicht. Ja. Und der ist auch schon scheiße. Der ist auch schwach. Schau mal. Vor allem, der fährt da hinten noch schneller ein. 140 ist hinten. Eben wegen der blöden Larmschnitt. Ich denke immer, der wird doch jetzt auch nicht was von der Fliege. Das ist ja nur eine. Vor allem an Skoda, wenn man den Film, das verstehe ich nicht. Weil. Der wird sich jetzt auch nicht gleich die Grillstelle wird jetzt ja auch nicht den Geist aufgeben oder der ICE wird entgegenkommen, würde den auseinanderreißen, in Stücke reißen in der Heldenstadt 90 zu 100. Noch kann man zwar. Ja, genau, das ist total bescheuert. Aber auch, also, wenn der geschoben wird, kann ich verstehen, dass es 190 Schluss ist. Weil da gibt es andere Kräfte, wenn man den Lok zieht, könnte ich theoretisch schon zusammen fahren, würde nichts passieren. Ich wüsste, dass das ganz leicht wackelt. Und jetzt rein, die Zero HC ist ja auch so, der fährt auch 160, kann aber auch 190. Der neue, ich habe den dann gesehen, im Hansmann, CDD, der 190 kann, soll der Vektor unter Bestand gelöst. Die auch nur 150 und nicht 160 fahren. Ja. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass der Lokführer Angst hat, 160 zu fahren, wenn der zu klein ist.
Sondern war die Lok, das ist ein Güterzug, wenn ich das nicht kenne. Was TSW ist, weil sie das Güterloks höchstgeschwindig hat. Weil eigentlich hätte er mit 60 fahren können. Weil eigentlich kann die Regeln, das ist kurz durch, sonst zu machen. Oh, ja, ist er. Ich dachte auch, zu dritt ist doch schwierig, weil müsste einer sterben, müsste ein bisschen mit ihm kämpfen, wer den Platz kriegt. Ja. Ja. So, Fight Battle. Wer kriegt die Platte? Das ist ein ganz wenig daneben. Ich meine das. Die andere. Also, das ist super. Eigentlich besser, keine Universität. Hier so eine Beinfläche wäre, dass da unten das hier dick wäre. Das könnte sein, aber die Heizung ist halt ein bisschen überdimensioniert im Zug und die ist auch immer sehr, sehr heiß. Ja, aber geil. Das mag ich im ECE gar nicht, das ist viel zu heiß. Im ECE heizt die Heizung immer so heftig, dass man da verreckt fast drin. Also, das ist nicht geil, das sollte ich mir kühler machen. Aber die bequemste zweite Klasse Fernverkehrssitze hat der ECE. Da könnte ich 10 Stunden drin fahren, würde keine Probleme im Rücken oder im Arsch kriegen. Wirklich. Unbeschreiblich geil. Am Railjet, da kommt noch die Business-Klasse. Die Economy, ich empfehle niemals, Railjet Economy zu fahren. Die ist so unbequem, dass nach 1,5 Stunden ist es wie im 425. Oder beziehungsweise im 440. Ja. Ich hoffe, dass ihr meine VHC dann bereut. Die sind auch geil, ja. Ich hoffe auch immer, dass die VHC. Als die i86 kommt, weil die i86 fällt immer voll und ich weiß nicht, was ich bis heute nicht verstehe, warum die 9-Euro-Ticket-Zeiten, weil bis zu 9-Euro-Ticket vom Fahrverwechsel zu 1 bis zu 9-Euro-Ticket nicht so. Ich weiß nicht, wie ich das so oft vorher gefahren, ich weiß gar nicht. Nächster Halt. Die Wagen Dorfen hinten Bahnhof. Gesperrt sind. Völlig in den Fahrtrichtung links aussteigen. Nur, dass ich doppelt nicht verstehe, warum der RE96 zwischen Tannheim und, also zwischen Memmingen und Leutkirch nicht durchfährt, weil da will keiner einsteigen. Da reicht die zweistündige RB96 völlig aus mit diesen Ministationen. Das reicht. Ja. RE96 sollte doch RE96 bleiben, weil Leutkirch, Warnheim, Kirchling, alles anderes brauchen wir für einen, ja, den 56er, den... Ja, vielleicht ja für welchen? Für Alex, glaube ich. Ne? Damals war der RE96, glaube ich. Das war immer 612 und das, also... RE612 und Doppelstopp zu 45 zu 18. Warum haben sie jetzt die... Und Alex war der RE70612. Und du warst da. Das heißt, RE20 war... 2612er. Manchmal auch Doppelstock, also in München, Memmingen. Harvard hat ja damals noch keine Nummern gehabt. Das kam mir wirklich auch erst zum Fahrerwechsel, wo dann der schon mehr abgelöst wurde durch den 612er. Und 96 ist auch für 612er, oder? Der gab es so ähnlich, ja. Es gab den L72, der hat durch, bis der neue Insel fährt, aber der hat natürlich mal gehalten. So wie, das war der L72, der in der Früh auch immer durchfährt, bis genau. Ja, Insel war es, oder heute Insel. Offen ist so ein bisschen der Bahnhof, wo die Leute aussteigen. Ich lach mal über die Gleise, gibt's doch gar nicht. Ja, das ist unglaublich. Lustig. Ist ja völlig lebensmüde. Ich hoffe, wir fahren das auch gleich weiter. War der schon aus? Ja, fährt schon los. Sehr gut, ich hab schon weiter. Normalerweise stehen wir hier immer so lange. Ich stand mit den. Letztes Jahr wurde gesagt. Wie gesagt, kann man nochmal zum Go-Ahead zurück, die Tür sperren. Abgesehen von dem dummen Halten überhaupt. Da, wenn der Bahnsteig zu kurz ist, dann soll er doch nicht halten. Dann können die ja wenigstens sagen. Mach ich auch immer. Weiße stinken. Meine stinken noch schon mal. Ich hab halt immer die Schuhe, normalerweise die Sandalen angezogen auch. Ich glaube, Sandalen gibt im Sommer. Ich meine, ja, ich weiß nicht, die sollen denken, was sie wollen. Ich mach die super, die Schuhe. Also. Ja. Zwillig. Und ich hab die jetzt nur immer in der Schule. Flipflops, aber das ist zu Flipflops, wenn du irgendwo hängen bleibst oder in der Treppe und so. Also ich hab so Crocs, die sind im Zug, aber miserabel, weil da schwitze ich so drin, da bade ich in meinem Scheiß, das ist ja richtig ekelhaft. Ich gehe mal nicht schon baden, meistens. Wir wohnen ja direkt am Lech. Ah, stimmt. So 2 Minuten Laufweg. Und dann gehen wir mit unserem Badehose, ziehen wir uns zu Hause um und gehen dann zum Fluss mit Badewanne runter. Und dann können wir halt so eine kleine Stelle, wo so eine Leine mit so einer kleinen Hütte ist, die eigentlich vielleicht irgendwie okay, cool. Keine Ahnung, für was das eigentlich gedacht ist. Und dann kommen sie halt da, damals hatten sie schon auch Stufen. War dann auch Scheiße. Und jetzt haben sie halt die erneuert damals, vor 2 Jahren. Das ist halt jetzt schön glatt, richtig schön flach, also gar nicht so kratzig. Dann hatten sie halt, um dass da der Bagger und so draufkommt, hatten sie halt eine Fläche gemacht, so einen Steigen im Blech reingeführt. Also als
kaputt. Ach ja, ja. Und am Ende, als es fertig war, und dann den ganzen Stein auf und alles wieder in Blech geschüttet. Das heißt, wir haben jetzt einen richtig schönen Flachen Einstieg. Das ist geil, ne? Also Fluss bei uns ist die Isar. Die ist eisig kalt. Ja. Die Isar ist so kalt, es ist wie wenn 1000 Nadeln stechen. Also das Lech ist eigentlich geil. Das sind magische Temperaturgrenze von 14 Grad oder so, manchmal da. Das ist so eisig kalt. Ein Lech ist ein bisschen wärmer, aber wird Staub. Wenn der Lech weniger ist, heißt es, dass die Düsen. Ich weiß nicht, wir waren an der Stelle, gut, man kann teilweise schon in die Isar reingehen manchmal. Also, es ist teilweise aber nicht lang möglich. Also dieser Hochsommer. Also bei wirklich 30 Grad haben wir bei Isar, weil wir mit Tierpark waren. Zu Freunden. Meine Eltern, Freunde und so. Ja. Vor 200 waren wir in Isar, haben wir so einen Mini-Staumauer gebaut. So, Stein. Da war es angenehmer. Aber vor 6 Jahren war ich mal in Isar mit meiner Oma, mit meinem Bruder. Da wollten wir nicht mehr baden gehen, weil es so kalt ist. Das war nicht möglich. Das war krass. Also war es kalt. Aber wir haben. So, wenn du nachts fährst, im. Ich muss das mal ausprobieren. Ich ziehe den. Du musst ein Kissen. So. Oh, das heißt, du darfst jetzt die Bänke rum. Tut so schon leer wie heute. Soll ich nur nicht machen, wenn man alleine fährt, weil der eine fährt, die einfach so mit einem Schlaf und dann die andere. Ja. Oh, das ist ja so geil. Ja, Mann. Ja. Ich muss nur kurz meine Füße ausziehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Bereuen das wird. Das ist ja immer ziemlich stickig. Oh, nee. Das ist nicht schon wieder. Ist das noch nicht? Nee, geht schon mal. Also, wenn ich Kopf sein hätte, würde der Dreck weg da. Der würde sich halt da rein essen. Der kommt von der Reihe. Ist das Bereuen, nee. Schätze ich auch. Oh, jetzt ist es richtig. Oh, jetzt ist ein geiles Bildchen. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich nur geil oder nicht geil? 10 von 10. Ja. Boah, hart, die Kurve, ja. Boah, jetzt kommt die Sonne. Boah, die Füße riechen echt kritisch, aber der Kurve kommt vom Zug. Boah, und dann die Ansage. Nächster Halt. Nächster Halt. Schwindeck. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ja. Ich will die jetzt immer mal aufnehmen, sonst schaffe ich es die ganze Zeit nicht. Das ist der Vorsatz, wenn ich einen Film mit mir durchziehe, ja, dann habe ich so besondere Ereignisse oder lustige Ansagen immer automatisch drauf. Ja. Das ist vorteilhaft. Ja. Also. Ich fühle mich wirklich bei der Sparkasse zu Hause hier. Weil. Der Zug, das war auch, glaube ich, echt so vorgesehen, dass man sich hier wirklich wie zu Hause fühlt. Ja. Das soll so ein wohnliches Gefühl geben. Ja. Irgendwann ist Spike mal auf diese Welt. Dann schau doch diese geile Couch hier an. Ich möchte eigentlich mal mit dem, wenn es aus dem Dunkeln ist, natürlich diese gedimmten Lichter, weil die sind eigentlich so schüssig. Das ist dieser Kaufschirm. Ja. Liegt so gechillt da. Ich kann mir aber vorstellen. Der Holzbrocken gefallen mir dann da hinten. Können Leute sitzen? Ja. Das ist die Premium-Schule. Ja. Ich bin froh, dass das zweite Klasse die erste Klasse ist. Ja. Schlafen oder so kommt sie. Achso. Ja. Das ist die Messe. Ja, doch. Doch. Echt? Nur die Schalttafel, die Uhr ist jetzt weg. Das ist jetzt irgendein Text. Neue Visibility. Wie ist das? Hier. Ich find's ein bisschen doof, dass halt, wie gesagt, alle. Also meine Eltern kriegen sie von der. Da waren ja insgesamt 2 oder 3 Wagen. Da war ja mit Radl und also Trimrad und Laufband und ach Gottchen, was da alles drin war für Spielzeug. Und das ist jetzt nach den mehrheitlichen Wünschen der Fahrgäste jetzt umgestellt worden. Das ist auch gut so, da haben die das richtig entschieden. Naja. Und dann sind wir die. Das einzige Problem an den. Ab und zu leuchtet noch was. Also letztens war irgendwie eine Strecke dann noch drauf. Also bei dem Schatten. Genau, also. Kommt wahrscheinlich. Wie gesagt, der ist immer noch ein Prototyp und wir sind froh, dass er überhaupt so fährt, weil am Dienstag ist er schon ausgefallen. Okay. Deswegen bin ich Dienstag. Gut, dass ich Dienstag nicht gefahren bin.
Genau, also am Dienstag ist er ausgefallen, aber wie gesagt, am Mittwoch bin ich ja schon mit dem und da hatte der hier dann die ganze Linie drauf und Echtzeitdaten. Echtzeitdaten und er hat halt dann genau angezeigt anhand der Strecke, wo wir dann gerade waren. Also auch eigentlich kam Hartzeit auch ähnlich? Nee, das glaube ich zeigt er nicht. Aber gut, auf der Strecke ist das uninteressant. Wir fahren zwischen 80 und 140. Ja. Also bei einem ICE mit 300. Ja, alles gut. Habe ich ja so. Genau, also bei einer Strecke, wo natürlich schnell Strecke ist, da ist es interessanter, damit zu schauen. Aber ich sage mal so im Großen und Ganzen, wie sie es jetzt gebaut haben, hat dieses, dass man einfach mal in der Gruppe besser ratschen kann. Ja, für uns sind solche Sitze scheiße. Achso, ja, der Platz, ja. Ja klar, ihr könnt jetzt nach draußen schauen. Wenn ich aber richtig kontrollieren möchte, gehe ich da hier. Erstens habe ich da keinen Platz. Wir haben ja alle so groß. Also jetzt ist es für mich gerade so. Ich bin nicht mehr stehen hier. Genau, also jetzt nehmen wir mal hier an. So eine Person so kontrollieren? Setz du dich mal bitte hin. Die Person da. So, und jetzt hast du Kofferschein und ich sag, ja, jetzt kriegst du einen FN. Ich kann wieder nach hinten ausweichen und du hast einen FN. Also für mich ist das jetzt hier... Wenn es ein aggressiver Fahrgast hier wäre, könnte er theoretisch... Also ich müsste jetzt jedes Mal hinter den Fahrgästen bleiben, sie würden sich zu mir umdrehen. Also so miteinander ist natürlich... Die sollten sich drehen, aber da ist es halt so... es ist dann, was mir ja alles, was irgendwie sich bewegt, kann sich halt irgendwann nur noch bewegen und das darf es nicht. Deswegen hat man sich dann für die feste Variante entschieden. Vor allem, lasse Kinder drauf sein, was ständig dreht, dann ist der Sitz irgendwo, aber nicht mehr da. Ja. Genau. Also da geht es dann wirklich um die Sicherheit und deswegen hat man sich dann für die Variante entschieden. Aber wie gesagt, für uns sind die Plätze jetzt blöd zum Arbeiten. Aber ansonsten... Ist das schon schick. Ja. Die Sitze sind auch praktisch für große Leute, also für mich jetzt nicht. Weil also die Sitze wage ich jetzt nicht. Die Lehne. Ja, genau. Die ist schlimm. Aber wenn man, sie sind ja jetzt größer wie ich. Sie haben es genau da, wo sie es brauchen. Das ist richtig. Ja, genau, also eigentlich ist das ein ergonomischer Sitz, auch eben für große Leute. Bei mir passt es auch nicht mit dem. Bei mir, ich bin da. Also man muss halt wirklich groß sein, damit man diese Sitze nutzen kann. Und dann soll deshalb ein weicheres Polsterung sein und dann werden die perfekt. Und ich frage mich mal, dieses Ding auch allgemein, auch wenn es für mich passt, hier mag ich nicht, es ist hart. Ja, es ist halt wirklich für Leute mit Rückenproblemen. Dafür ist der Stimmt. Da kann man ja an sich, wenn ich das aber über den Zubi, so wie er jetzt ist, in Serie produzieren, dann gibt es für jeden das Richtige, dann gibt es für uns zum Beispiel diese Sitze, dann gibt es für Leute mit Rückenproblemen. Und unten gibt es dann diese endwachartigen Zwecke. Also ich müsste jetzt mal draußen schauen, aber von der ganzen Kapazität viel weniger als bei
Dann genießt es auch so lange. Danke. Und es ist auch Wasser. Alles gut. Okay. Ja. Ich bin heute nur, jetzt geht ich aber nur und schaue alle Ordnungsgebote. Um mal kurz hier an zum Abschuh. Weil bei so viel Verspätung und so. Nächster Halt, Weidenbach. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Wir fahren hier mit dem Zug, ist es scheißegal, wie viel Verspätung wir haben. Das einzige Problem ist, dass der Bahnsteig eventuell schon voller ist und wir hier sitzen bleiben müssen, um unsere Sätze zu verteilen. Ich lege da meine Rückfahrt dahin. Was? Wenn jetzt hier... YouTube-Abonnieren-Button auf deiner Website. Achso, von deinem Auto mit YouTube. Achso. Den kenne ich. Ja. Aber bei Rückfahrt würde ich mich dann einfach jetzt schon nicht hinlegen. Ja. Vor allem im Winter müssen wir hinfahren, wenn es früh dunkel ist. Dann kann man dann in Klimaanlage bohren. Weil okay, heißt. Halt eben mit dieser wahnsinnigen, wunderschönen, leeren Auslastung wie hier. Ja. Diese Traum, wie leer jetzt habe ich mich gefragt, in der Haltung. Oh. Das ist ja die Haltung sein. Ja. Garantiert, wie sieht das aus? Ich habe mich sonst gefragt, was sonst ist, alles, was sind da drin, so Heizdrähte drin. Das sind welche sind? Ja, den Motorstart machen. Nee, das wird eh schwierig, weil der Motorstart ist ja im Doppelstockwagen vorne und das ist langweilig. Wenn wir dann. Ja. Ist egal. Machen wir das nächste Mal, machen wir morgen. Ja. Da fährt der von München, das Gute ist. Ja. Du weißt ja. Ach, sind wir schon da jetzt? Den Abwägen müssen wir nachhalten. Das morgen ist. Morgen ist jetzt so cool, dass man mit München auch mal noch fährt. Ja. Und der Doppelstockwagen ganz vorne ist und diese ganzen Fahrgäste steigen hinten ein. Ja. Und die merken teilweise wahrscheinlich gar nicht, das ist ja irgendwie so ein bisschen. Oh, okay. Wir sollten nein, das geht schon. Ja. Ich gehe ja morgen ganz sein. Ist das der Lok? Ja. 245. Der fährt nach Schwarz. Schwarz? Dann würde sie jetzt filmbereit sein. Und jetzt hätte er losfahren. Das ist quasi perfekt. Jetzt verpasse ich auch keine Sekunde Filmmaterial. Was am Anfang ist, da wo ich nicht wusste, aber ja. So, jetzt fahren wir los hier. Vor der Station. Thank you.
sich heute voraussichtlich 18:37 Uhr an Gleis 6 Ost. Der Regionalexpress 4 nach Simbach über Tübingen-Marktl, die planmäßige Abfahrt wäre 18:34 Uhr, heute voraussichtlich 18:40 Uhr, Gleis 5. Die Regionalbahn 46 nach Passau über Massing, Eckenheim, Verkehr von Pocking, 18:35 Uhr, Gleis 7 Ost. Die Regionalbahn 42 nach Burghausen über Tüßlinger-Lötting, planmäßige Abfahrt 18:37 Uhr, heute voraussichtlich 18:43 Uhr, Gleis 3. Und die Regionalbahn 45 nach Salzburg über Garching laufen, die planmäßige Abfahrt 18:42 Uhr, Gleis 6 West. Ich wiederhole, Rosenheim, Gleis 1, Landshut. Das ist Komma, also Licht. Simbach, Gleis 5, Passau, Gleis 7, Ost, Burghausen, Gleis 3 und Fralasting, Salzburg, Gleis 6, Gleis 6. Bitte beachten Sie dann hierzu auch die Anzeige auf den Bahnsteig. Das war echt schon schnell im Anfänger. Ich dachte, das hat das Gefühl ewig gedauert. Ich will aber das 20 Minuten. Schauen Sie dann nochmal auf Ihre Plätze. Lassen Sie mich jetzt liegen. Ja, dann stehen, ich kenne die Linie. Gehen wir hier rein, dann gleich. Der Aufstieg dann dort in Fahrtrichtung links. Links. Auf Wiedersehen. Wir sehen, wie gleich die Fahrgäste aufkommen. Ja. Ich hätte schon Bock auf der Klasse. Ich will mal schauen. Willst du hier bleiben? Vielleicht. Ah, cool, dann machen wir das mal. Dann kann ich kurz in die erste Klasse gehen. Ich werde von Mühldorf nach Affing. Dann die Rückfahrt filme ich auch, glaube ich. Mit dem hier. Frage ich nur. Ich weiß nicht. Soll ich machen? Was mal morgen. Und Alex habe ich da, das Gute im Alex habe ich eh Steckdose, das heißt, ich kann damit Stromnetz filmen. Ja. Wo ist denn nur eine neue Kamera? Und dem hier wirklich in der Wirtschaft bis davon. Es gibt 20:28 in Bayernbahn. Mühldorf. Kion. Was muss ich machen? Unser Zug endet dort. Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder bei der Südostbayernbahn begrüßen zu dürfen. Dann kommt dann irgendwo, da ist eine Hexport da, wenn das kein Problem ist.